Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind immer noch im dritten Kapitel bei Johannes und Jesus sagt im 17. und 18. Vers, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Liebe Brüder und Schwestern, wie ist es möglich, dass wir nicht gerichtet werden, wenn wir an ihn glauben? Reicht es einfach zu sagen, ja, ich stimme dem zu, was Jesus gesagt hat. Ich nehme das als Theorie, als Glaubenssätze an. Glauben heißt nicht nur etwas in der Theorie und nur mit dem Verstand aufnehmen. Glauben heißt auch handeln. Glauben heißt sich in Bewegung setzen und das tun, was wir vom Wort Gottes, was wir von Jesus, dem lebendigen Wort Gottes, verstanden haben. Und wenn wir das tun, was Jesus uns sagt, zum Beispiel, wenn er sagt, segnet die, die euch verfluchen, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, wenn wir das tun, dann trennen wir uns von der Finsternis, wir trennen uns von Hass, von Bitterkeit und dann gibt es keine Anklage. Dann leben wir in dem Willen Gottes. Das heißt, wir haben uns ausgerichtet nach dem lebendigen Wort, nach Jesu Lehren. Und deswegen gibt es keine Verurteilung, kann es keine Verurteilung mehr geben, weil wir uns Jesus angepasst haben. Viel zu oft passiert das auch noch in unserem Leben, dass wir versuchen, Jesus uns anzupassen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Dass wir ihn und sein Wort ernst nehmen und anders handeln, nach seinem Wort handeln und tun, was er möchte. Möge er in der Kraft des Heiligen Geistes, durch die Macht seiner Auferstehung, uns diese Gnade schenken, dass wir uns von den Werken der Finsternis entfernen und dass wir nach seinem Willen leben, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.